Das Ligarennen der F1 Bros League wird euch präsentiert von Zapposting. Mehr in der Videobeschreibung. Benvenuti qui da Monza zum 13. Ligarennen der F1 Bros League hier aus dem Temple of Speed der Rennstrecke mit den meisten Formel 1 Grand Prix Starts. Das Rennen wird euch präsentiert von Kronbacher und ihr wisst es alle, auf dem Alkoholfeld von Kronbacher, Kronbacher Friedenfeld in der Binderlicious Edition. Viel Spaß mit dem F1 Bros League Monza Grand Prix. Ja, buongiorno aus Italien. Jetzt steht ein Italien-Doubleheader an und wir fangen an in Monza. Die Strecke sollte ja allen bekannt sein und die Stelle hier, die sollte auch allen bekannt sein. Ja, die am Ausgang ist halt eben schwierig und Sparky, heute im Alfa Romeo, hat anscheinend schon mal über das Limit gefühlt. Hier sind wir in Canoa, der sich direkt bei den Flügel abhaut. Ach. Ja, auch Ausgang Ascari, einfach eine schwierige Stelle. Ja, und jetzt gucken wir mal auf Sparky in seinem Alfa Romeo, was er hier so in einer Runde leisten kann. Ja, diese ewig lange Gerade, 337 hat er hier nur erreicht. Das sind eben die neuen Autos, früher war es mal mehr in der vorherigen Generation. Jetzt hier gut rausbeschleunigen. Die ersten beiden Kurven, da kann man auch mal ein bisschen konservativer rangehen, um einfach den Speed hier mit rauszunehmen in die Curva Grande und dann eben diese zweite Schikane hier. Jetzt muss man gucken, dass man hier das Auto gut reinkriegt und eben hier nicht zu weit rauskommt. Das hat gut gepasst jetzt und jetzt kommen hier diese beiden engen Rechtskurven. Na, nicht ganz gut am Apex gewesen, also da hätte er sich noch mehr erhofft vielleicht. Der war jetzt allerdings gut und jetzt kriegt er auch noch Windschatten von Trussi. Nicht optimal der Windschatten, aber doch sehr gut. Ja, also das sieht auch wieder abgesprochen aus. Hier gelbe Flagge, sollte ihn eigentlich nicht interessieren bei uns. Trifft Ascari gut, muss jetzt hier am Ausgang aufpassen. Auch gut gewesen. Also das sieht nach einer sehr, sehr guten Runde aus und vielleicht kann er da vorne angreifen. Wir sehen Juchi auf der 2, Trussi auf der 3. Der hat sich vielleicht mit dem Windschatten ein bisschen ins eigene Fleisch geschnitten. Aber wahrscheinlich hat der auch Windschatten kassiert und geht jetzt ganz innen, nimmt da ein bisschen Schwung raus. Weiß nicht, ob das so schlau ist, aber es reicht für die Pole, 1:19.695. Und so viel Zeit ist nicht mehr, um ihn da zu verdrängen. Trussi kriegt hier den Windschatten. Wir sehen erstmal Sparky auf der Pole. Bleibt das so? Nein! Sparky nur auf der 3. Zwei Leute nochmal schneller und ganz, ganz enges Feld da vorne. Elias auf der 1, Juri auf der 2, dann Lachsnacken 4, Trussi 5, Matteo 6, Vettelfan auf der 7, weiter auf der 8, Waggy auf der 9. So, Noah auf der 11, Rodjul auf der 12, Leon 10 auf der 13, Windy auf der 14 beim Ferrari-Heimspiel. Leclerc auf der 15, Lachsnacken Senior auf der 17, 16, Lucky auf der 17, Pew auf der 18. Der F1 Bros League Kronbacher Italien Grand Prix wird euch präsentiert von Kronbacher. Ob das bei euch genauso ist? I doubt it. Und Kia. Viel Spaß. Ja, wir sehen die schöne Altstadt von Mailand und in der Nähe von Mailand eben diese wunderschöne Rennstrecke im Parco di Monza und da fahren wir eben schon Ewigkeiten. Da fährt auch die Bros League schon seit Anbeginn ihrer Zeit. Ja, das 9. Mal, dass wir hier hinkommen und wir sehen, Matteo hat hier letztes Jahr seinen ersten Sieg gefeiert. Und hat mir damit meinen Rekord wieder zurückgegeben. Danke dafür. Ob ich den jetzt haben will, weiß ich nicht. Aber ist auf jeden Fall der Fall. Zur Rennstrecke. Ja, klar. Highspeed absolut. Und das macht die Autos eben auch nicht so gut fahrbar, sage ich mal. Also man muss halt so wenig Flügel wie möglich draufpacken. Und damit sind die Autos eben sehr, sehr anfällig für irgendwelche Curbs, für irgendwelche Gripverluste. Also schwierige, schwierige Sache hier in Monza. Gucken hier nochmal in den Park rein. Ja, und wir sehen es hier. Ferrari hat schon dreimal gewonnen hier. Heute, Juchi, wahrscheinlich das heißeste Eisen im Feuer, aber auch ein Windwecker hat ja schon ein Podium dieses Jahr geholt. Das heißt, vielleicht kann der, auch wenn er ein bisschen weiter hinten steht im Grid, hier noch was reißen. Rennen ja eh meistens besser als im Qualifying.
und wir schauen uns die Strecke an. Diese langgezogene, ja, Kurve da ganz am Ende, da muss man wirklich den Grip runterkriegen, um dann für diese lange Start- und Zielgerade einfach den maximalen Speed zu haben. Wir sehen es, 2 DRS-Zonen sollte eigentlich alles klar sein. Ihr kennt die Strecke soweit. Relativ eben, hoch und runter geht es hier nicht. Und wir schauen uns jetzt nochmal das Grid an für das anstehende Rennen. Ja, Erlihaus sichert sich erneut eine Pole und auf der 2 haben wir eben den Ferrari. Sparky als Ersatz auf der 3, gute Runde, hat aber nicht gereicht. Lachsnacken auf der 4. Dann Trusi auf der 5 vor Matteo. Die beiden mit einem soliden Qualifying, hätte aber auch besser sein können. Fetten Fan, gute Vorstellung auf der 7. Weiter auf der 8. Ja, und Swaggy und Markus auf der 9 und 10. Zwischen 9 und 10 ein kleiner Abstand, so 3/10 ungefähr. Dann kommt Encanoa im 2. Aston Martin, Rojul auf der 12, Leon 10 auf der 13, daneben der 2. Ferrari, Windwecker 15, Charles Leclerc Senior mit einer guten Vorstellung Quali auf der 16. Dann haben wir noch Lucky im Haas auf der 17 vor Pew. Auch nicht zufriedenstellend bestimmt. Controller auf der 19 und Ruben, der hat noch eine Quali-Sperre, deswegen startet der von ganz hinten. Ja, und eine Änderung haben wir. Und zwar sehen wir Crazy Kenneth. Der ist im Grid dabei und wir sehen Sparky, der sitzt auf einmal im Haas. Interessante Änderung hierbei, aber da gab es halt noch Änderungen im Grid. Sollte aber eigentlich keinen Unterschied machen. Juri, der wurde von der Einführungsrunde eben schon disqualifiziert. Macht auch keinen Unterschied, hat halt kalte Reifen. Damit muss er jetzt eben klarkommen. Ja, Trosi, der WM-Führende, der darf sich eigentlich nichts mehr leisten, aber muss natürlich auch gucken, dass er solide Punkte einfährt. Das ist das, was er braucht aktuell. Kann sich ja aktuell noch ein bisschen, ja, vielleicht hier und da den einen Punkt, den er vielleicht nicht hat leisten, ja, noch ein paar Punkte Vorsprung. Ja, und wir sehen Markus mal wieder mit einer soliden Qualifying-Leistung in den Top 10. Reifen hier relativ egal, sowieso in Monza, das wird ein Soft-Medium, also ein starkes Einstopprennen wird es auf jeden Fall, wenn nicht irgendein Safety-Car dazwischen kommt. Encanoa hat sich hier ja im Quali ein bisschen den Flügel angehauen. Sollte er im Rennen tunlichst vermeiden. Ja, und Erlihaus, der hat die besten Karten von der Pole weg. Der hat irgendwie jetzt in dieser zweiten Hälfte, hat er einfach die Pace gefunden, hat die Konstanz gefunden und macht jetzt hier nochmal richtig Jagd nach vorne. Den Start des Jahres irgendwie ein bisschen verschlafen, war ja einer der Hochfavoriten, aber eben einfach früh in den Qualis nicht gut performt, oft von hinten gestartet, dadurch eben die ein oder anderen Punkte liegen gelassen. Dem Pew, der ja eigentlich im Williams hätte sitzen sollen, ja, aber jetzt eben im Mercedes Platz nimmt. Und jetzt sind eben alle auf ihren Positionen. Und wir machen uns auf ins Rennen. 5 rote Lichter sind an, gehen jetzt aus. Und Juri hat einen guten Start. Erlihaus und Sparky kommen da relativ gleich weg. Das sollte alles passen in Kurve 1. Erlihaus kann sich behaupten, außenrum Sparky. Der kann sich gegenüber Juri behaupten. Da wird es ganz, ganz eng, zu dritt teilweise nebeneinander. Ja, das war nicht. Wir sehen weiter, der da schon gegen Matteo kämpft. Vettelfan ist schon mal nach vorne gerutscht, konnte sich an Matteo vorbei zwängen, wie auch immer. Hinten im Feld gab es eigentlich keine großen Veränderungen und alle gut durchgekommen, erstmal durch den ersten 3 Kurven, wenn man den Curva Grande noch da mitzählt. Und jetzt sind wir hier in dieser 2. Schikane. Kracht's hier? Ja, da kracht's. Da ist ein Alpha Tauri draußen. Also Controller schon mit einem kompletten Flügel ab, ganz hinten. Der wird sich das Wochenende auch ganz anders gewünscht haben. Und vorne an der Spitze, Sparky an Juri vorbeigegangen, sonst da vorne sich nicht verändert. Vettelfan noch vorbei an Matteo. Und jetzt muss man natürlich einfach
den Rhythmus finden. Wir sehen Lucky, der ist nicht vom Quali ins Rennen. Ja, außen darf man ja auch raus. Dafür eben Sparky in den Haas gerutscht und Crazy Caters konnte in den Alfa Romeo zurück. So, jetzt sind wir hier bei Matteo, der das Manöver gegen Vettel-Fan wieder machen konnte, aber jetzt geht der Haas da relativ einfach vorbei und ist jetzt schon wieder davor. Jetzt gibt es wieder Windschatten für den McLaren, also das ist ein ziemliches Hin und Her. Ruben hat irgendwo gecrashed. Wo wissen wir nicht ganz, steht am Boxeneingang ungefähr und das gibt direkt ein Virtual Safety Car und wir kriegen erstmal Replays. Und Gonzalo holt sich noch eine 5 Sekunden für Speeding in the Pits. Schauen wir mal an, was hier bei Gonzalo passiert ist. Ui, da steht einfach ein Red Bull mitten auf der Straße. Der nimmt das Schild auch noch mit und jetzt, ja, das, alles klar. Der Red Bull hat auch noch, der musste abbremsen, damit er sich nicht selbst den Flügel kaputt haut und dadurch, dass er dann einfach auf der Strecke stand, hatte Controller keine Chance mehr. Sehr bitter. Oh, und wir sehen Lachsnacken Senior, der eben auf der Strecke stand. Jetzt mit einer Drive-Thru-Penalty, weil er anscheinend unter VSC zu schnell war. Geht auch ganz schnell und damit auch sein Rennen, der ja sowieso schon den Anfluss ein bisschen verloren hat, noch mehr beeinträchtigt. Ja, schade. Auch für ihn. Macht eigentlich immer viel Leistung, aber irgendwie und da ein bisschen Pech, die Pace nicht ganz hundertprozentig da, dann reicht es in diesem kompetitiven Feld einfach nicht, muss man ja sagen, also wirklich dieses Jahr auch wieder ein sehr, sehr gutes Feld. Jetzt DRS an und Sparky wird es gegen Ernie ausprobieren, ne, probiert es nicht, weil er es nicht kann. Wird nicht reichen. Ist aber auf jeden Fall nah dran und Juri, der ja, hält sich da vorne auch noch dran. Da eine kleine Lücke zu Lachsnacken Junior. Ja, wen ich hier vermisse, das ist eigentlich Helim. Der ist ja unser Spezialist aus letzter Saison mit wenig Flügelfahren. Vielleicht hätte der ja noch was holen können hier. Sah ja ab und zu mal immer ganz gut aus, aber irgendwie die Saison läuft nicht für ihn. Ja, gerade sieht's so aus. Aber nicht viel. So, schauen wir mal, ob hier auf der Gegengrade für Sparky was geht. Ja, alle übrigens auf den Softs, außer Crazy Canis, der probiert es mit den Medium. Ich werde ihn jetzt noch nicht überholen. Ja, ja. Oh, weiß nicht so ganz, was er sich davon erhofft, aber vielleicht einfach mal was anderes probieren. Wenn man von ganz hinten startet oder aus der letzten Reihe startet, dann kann man sich das mal erlauben. Dann probiert man einfach mal was anderes und guckt, ob es klappt. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ja, Juchi, ja, auch nah dran jetzt an Sparky. Sparky aber eben auch nah an Erlihaus dran. Und die gehen jetzt alle in die letzte Kurve und gehen jetzt auf Startziel. Ja, Lachsnacken Junior konnte sich über die Runde lang ein bisschen ranziehen. Ja, und jetzt sollte das doch was werden hier mit DRS. Das DRS natürlich nicht ganz so effektiv wie auf anderen Strecken hier in Monza, da die Flügel generell einfach kleiner sind. Und Erlihaus bleibt noch daneben, aber weckt hier zurück, das Beste, was er machen kann. Und jetzt hat er eben den Windschatten und das DRS, um dann eben gleich vielleicht wieder zurück zu überholen. Oh, da hinten hat sich Windy auf jeden Fall irgendwie mal so halb verabschiedet, glaube ich. Der hat auf jeden Fall ein paar Plätze verloren gehabt. Gelben Sektor 3 in Ascari, das müsste Controller gewesen sein, der da irgendwie langsam war. So, und vorne an der Spitze, alles gleich, ein bisschen motiviert hier, der junge Österreicher. Aber hält alles auf der Strecke, hat ein bisschen Zeit verloren natürlich. Und Erlihaus kann natürlich die Pace jetzt mit dem DS, kann er sich wieder ranziehen. Ja, Trussi und Lachsnacken Junior konnten sich beide wieder ranziehen. Und auch Matteo ist noch im DRS-Fenster. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig hier in Monza. Du musst in diesem DRS-Train bleiben, um hier eben die Pace mitzugehen. Über die Runde verlierst du sonst einfach viel zu viel Zeit. Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Wenn du da einmal rausfällst, ist das Rennen fast schon gelaufen, weil du dich da gerade in Monza fast eine Sekunde pro Runde wegziehen kannst. Jetzt sehen wir Erlihaus, der gemütlich auf Startziel vorbeigeht. Und Juri probiert es hier auch in Kurve 1. Ist einfach mal mutig. Warum nicht? Ist jetzt außen daneben. Wer hat die bessere Traktion? Ja, der Ferrari-Pilot hat die bessere Traktion und müsste jetzt vorbei sein, weil es jetzt eben rechts rumgeht. Ja, und Sparky verliert hier
innerhalb von wenigen Sekunden zwei Plätze, aber den wird das gar nicht mal so sehr stören. Der hat ja jetzt gleich wieder die Möglichkeit, mit DS zurück zu überholen. Nee. Wir sehen nochmal ein paar Replays aus Runde 4. Swaggy, ui, verliert es da ordentlich, musste ordentlich federn lassen und verliert auch einige Plätze. Sind jetzt wieder im Live-Geschehen. Naja, Sparky gerade ein bisschen abreißen lassen musste er. Weiß nicht, ob das einfach nur ein kleiner Fehler war. Sollte nicht allzu dramatisch sein, aber die ersten sechs eben immer noch innerhalb jeweils von einer Sekunde. Passt alles. Und jetzt sehen wir Encanoa, der hier vorbeigeht an Markus außenrum in Ascari. Schönes Manöver, bringt er durch und arbeitet sich eine Position weiter nach vorne in den Punkten. Ja, auch er natürlich mit einer nicht ganz so zufriedenen, stellenden Saison bisher. Lief hier und da mal ganz gut, dann lief es mal ganz schlecht. Einfach ein bisschen Pech gehabt. Die Pace nicht 100% da, wo er sie vielleicht haben will. Manchmal zeigt er eigentlich das, was er vielleicht eigentlich kann. Und hier, ja, jetzt aus der Schikane wieder raus. Ja, muss jetzt gucken, dass er da vielleicht an Walter und Vettelfan rankommt. Walter übrigens jetzt vorbei an Vettelfan, aber das ist auch nichts Interessantes gewesen. Einfach mit DS einmal da vorbeigezogen. Wir sind wieder ganz vorne und da hat sich nichts verändert. Außer, dass Juchi eben auf Startziel noch an Erlihaus vorbeigehen konnte. Ja, also ich weiß nicht. Klar, überholen jetzt hier die einzelnen Leute jeweils, aber irgendwie so ganz spannend ist es dann doch nicht, weil man eben einfach mit DRS vorbeifährt. Das ist eben jetzt einfach noch ein bisschen abtasten hier in der ersten, Phase des Rennens. Wahrscheinlich bis zum Boxenstopp. Danach müsste es dann, da müssten die Lücken aufgehen und dann kann richtig gefightet werden hier. Aktuell macht das noch nicht so viel aus. Na gut, kann sein, dass wir dich beide überholen. Baki probiert es jetzt hier sogar in die letzte Kurve schon rein. Das so schlau war, weiß ich nicht. Aber beide bekommen jetzt natürlich DES. Ist aber schon vorbei. Und jetzt... dreht sich. Oh, Denkanoa, der sich da gedreht knapp. Hat. Und dann noch einer, Leon 10, der sich den Flügel anhaut. Und jetzt ist Noah sogar ausgeschieden. Das heißt, irgendwo da hinten gab es anscheinend eine größere Kollision. Juchi gegen Sparky. Juchi setzt sich da durch. Und jetzt ist Erlihaus auch noch dabei. Also jetzt wird es schon ein bisschen härter. Das Fighten hier an der Spitze. Ja, also ich weiß nicht, was da war, aber sowohl Mercedes als auch der Aston Martin von Noah haben sich da gedreht. Ob das miteinander zusammenhängt, weiß ich nicht. Müssen wir gleich einfach auf ein Replay warten. Und hier ist Vettelfan im Kies. Walter und Markus gehen vorbei. Also jetzt geht es gerade ein bisschen drunter und drüber. So öde wie die Startphase die ersten sechs Runden war, umso besser wird es jetzt. Und wir kriegen auch Replays. Erstmal Vettelfan, der hier, oh, einfach zu früh eingelenkt auf den Curb gekommen und den hebelt mal komplett aus. Ja, dafür sind die Curbs ja eigentlich da. So soll es eigentlich sein, ne? So, jetzt hat sich das Feld eben schon ein bisschen verteilt. Wir haben so, ja, drei, vier Gruppen da vorne und dann eine noch ganz hinten. Ja, und jetzt Sparky, der da ganz, ganz easy vorbeigeht in Kurve 1. Wir haben schon wieder Gelb in der letzten Kurve. Das müsste jetzt Windy gewesen sein, der ordentlich an Zeit verloren hat. Geht jetzt anscheinend in die Box. So geplant war, dass... mir nicht danach aus. So, Juchi jetzt hier gegen Sparky. Weg zurück. Bessere Entscheidung. Oh! Das war aber knapp. Und nochmal Replays. Jetzt sehen wir nur, ja, verliert einfach das Auto. Oh nein. Oh. Das ist, ja. Was ist passiert? Und Mini hat mich rausgehauen. Ja. Du, was soll man dazu sagen, ne? Einfach... Pech gehabt, dass dann eben noch ein Auto kommt und Leon 10 verliert, weil er Noah eben ausweicht auf dem Kies. Ja, bittere Nummer für beide. Für Noah natürlich extrem. Ja, hier gut in den Punkten gelegen. Das hätte mal
wieder ein paar Punkte werden können. Und wir schauen uns Markus an, wie er hier weiterjagt. So, wir sind wieder zurück an der Spitze und... Oh. Ah, ja, ich bisher allein in der Kommentatorenkabine gewesen und jetzt kommt hier jemand dazu, der das uns jetzt nochmal genauer beschreiben kann, was hier gerade genau passiert ist. Noah, Hallöchen. Ah, Hallöchen. Zieh erstmal hier alles richtig an, wir verkabeln dich mal richtig. Also, was war denn da gerade los? Du jetzt schon aus dem Auto, jetzt schon hier, ist natürlich sehr, sehr nett, dass du mir hier noch Gesellschaft leistest. Was denn, was ist da denn genau gerade passiert? Ich meine, du hast wahrscheinlich einfach das Auto verloren und dann nichts mehr gesehen, ne? Erstmal Mikrofon, hört man mich? Ist an? Ja, alles, ach, alles so wie es soll. Ja, was soll ich sagen? Ne? Also ich fühle mich das ganze Wochenende, ach was sage ich, die ganze Saison eigentlich schon überhaupt nicht wohl im Auto. Und dann in Parabolica das Auto verloren und dann ja, kommt da so einer an, denkt sich gelbe Flaggen, ich gehe mal nicht vom Gas und schiebt mich da komplett neben die Strecke, Auto kaputt. Und dann, also die Zufriedenheit ist ganz weit unten, auch teamintern. Da gab es die ein oder anderen Situationen jetzt mit dem Teamkollegen. Also das ist, im Moment läuft es überhaupt nicht. Ja, bittere Nummer da jetzt auf jeden Fall auch wieder ein paar Punkte federn lassen. Für die Konstrukteurs-WM wäre es eigentlich wichtig gewesen, oder? Das ist richtig, aber so wie jetzt die Unterstützung von meiner Seite aus dem Team fehlt, ist halt teilweise auch andersrum so, dass da irgendwie so ein bisschen die Unterstützung vom Teamkollegen fehlt. Ich weiß auch nicht, das ist schwierig momentan. Okay, schwierige Situation. Wir sehen, Sparky geht an Juchi vorbei. Ja, also ich weiß nicht. Finde ich jetzt gerade nicht so ganz so spektakulär, muss ich sagen. Die tasten sich hier alle ab, überholt mal wieder. Ja, Lachsnacken und Rosé, die schauen sich das Ganze mal an. Matteo übrigens, der hat verloren, der war anscheinend schon in der Box jetzt die Runde. Mal gucken, ob der hier einen Undercut ziehen kann und vielleicht vor den allen rauskommt. Strategie, klar, Reinstopp, oder? Ja, da kann man so ein bisschen variieren. Das ist in dieser Saison eigentlich relativ oft war das so, dass der ein oder andere eine Einstop, der ein oder andere dann doch eine Zweistop probiert hat. Hier müsste aber eigentlich auch ziemlich sicher eine Einstop sein. Ja. Ja, gehe ich auch von aus. Ja, Matteo versucht jetzt mal den Undercut. Also probiert mal was gegen die anderen beiden. Runde 10. Jetzt sollten ungefähr alle Software, also alle außer Kenny reinkommen. Mal gucken, wer aus dem ja, Quintett hier vorne aktuell reingeht. Ich denke, der ein oder andere wird es tun. Basti. Ja, zwei. Und zwar die ganz hinten. Und zwar Basti und Trosi gehen jetzt in die Box. Ja. Die anderen sparen sich sozusagen noch eine Runde auf den Medium. Ja, und jetzt, wo ich nicht mehr im Auto sitze, kann ich da ja so ein bisschen aus dem Fahrerkopf mal erzählen. Das ist jetzt natürlich eine ganz, ganz wichtige Runde für alle, die stoppen, weil man nicht so genau wusste vor dem Wochenende, wie sind die Reifen, ist der Undercut wirksam oder nicht. Vor allem, weil die vorne natürlich DRS haben, sich so ein bisschen gegenseitig nach vorne ziehen können. Wenn sie es jetzt aber richtig timen, oh, jetzt geht gerade Pew an Crazy Candice vorbei, außenrum Kurve 1, oh, Crazy Candice macht da die Tür ein bisschen zu, aber alles noch fair, Crazy Candice bleibt erstmal vorne. Sagen ja, also würde, da muss man jetzt einfach beobachten, ob die Fahrer, die jetzt an der Box waren, die Reifen auf Temperatur bringen können, weil wenn sie das schaffen, dann haben sie eine gute Chance, da vorbeizugehen. Ja, Matteo ist auf jeden Fall schon mal an Lachsnacken und an Trosi vorbeigekommen. Der war ja hinter denen auf Position 6 und ist jetzt vor beiden und hier sehen wir den Kampf immer noch, Pew gegen Crazy Candice. Ja, Crazy Candice eben der Einzige, der aktuell auf den Medium ist. Oder, das stimmt nicht, der Einzige, der von Start auf dem Medium ist. Oh, Vettel-Fan, schmeißt weg! Ascari! Aber Auto... Ja, Auto sollte nicht beschädigt sein. Jetzt muss er noch gucken, dass das Auto auf der... Ja, passt alles. Hat der ein Glück, dass dem sein Heck nicht ab ist. Ja. Und Juchi ist in der Box. Ja, und Sparky und Elihaus fahren noch eine Runde weiter. Interessant, hätte ich nicht erwartet, dass hier... die Soft so lange ziehen, weiß ich auch gar nicht, ob das so schlau ist. Meinst du, die Medium knicken gegen Ende noch ein oder was erhoffen die sich davon? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Vielleicht glauben die auch einfach, dass die anderen vielleicht doch irgendwie mit den Reifen Probleme bekommen. Jetzt geht hier Matteo an, wer ist das, Crazy Candice vorbei? Genau, an Crazy Candice vorbei. Jetzt hat er aber wieder Windschatten und da vorne kommt Juchi raus, Matteo. Ja, kann keinen Angriff setzen gegen den Ferrari-Pilot. Also so stark ist er eben doch nicht, der Undercut.
Ich habe nicht so ganz verstanden, was Matteo gemacht hat, weil der ist ja doch schon einige Runden früher rein. Natürlich, ja, Runde 10, also Runde 9 auf 10. Das ist richtig. Warte, jetzt geht Lexnacken Junior an Crazy Candice vorbei. Ja, der hat jetzt ein bisschen Pech mit dem Verkehr, da muss ich wieder nach vorne arbeiten. Crazy Candice, der ist kein leichter Gegner. Beide? Ja, beide zusammen in die Kurve und jetzt geht Drusi auch noch vorbei, profitiert davon. Ja, Crazy Candice, aber natürlich auch in einem ganz anderen Rennen eigentlich sozusagen. Replays, und da sind wir Vettel-Fan, ja, einfach zu viel auf dem Körb gewesen und ja, dann hast du, wie du gesagt hast, echt Glück, dass er da im günstigen Winkel einschlägt, eben nicht direkt das ganze Auto zerstört. Ja, was ich zu Matteo noch, es ist unglaublich, ich kann nicht reden hier, jetzt geht Drusi an, was dir doch nicht vorbei, denn Lachsnacken Junior verteidigt da und Sparky ist an der Box. Ja, was Matteo gemacht hat, habe ich nicht ganz verstanden, weil klar, der hat durch den früheren Stop auf jeden Fall schnellere Reifen und kann da jetzt ein bisschen was aufholen. Gegen Ende des Rennens könnte es aber sein, dass seine Reifen einknicken und die Strecke hier ist nicht berüchtigt dafür, dass man nicht überholen kann. Also das geht ja eigentlich relativ gut, deshalb mal schauen, ob das aufgeht. Ja, aber hat jetzt eben zum Beispiel auf Lachsnacken Junior 1,5 Sekunden Abstand. Also irgendwie so halb hat es doch funktioniert. Wir sehen vorne Sparky. Der ist im Infight. Drusi jetzt hier vorbei. Vorne behauptet sich Sparky aus der Box raus. Und Drusi ist vorbei am AlphaTauri von Basti. Und die beiden haben ein ganz klein wenig den Anschluss verloren. Und ich habe eben schon mal angesprochen, der DRS-Train ist eben so wichtig hier. Da müssen sie jetzt echt gucken, dass sie da wieder reinkommen. Da wieder profitieren zu können. Markus, sehr unscheinbares Rennen. Aber auf gar keinem schlechten Kurs hier ein paar gute Punkte für Alfa Romeo zu sammeln. So, gut. Und Elihaus fährt vorne trotzdem weiter seine Runden. Das ist richtig und das ist im Grunde auch alles, was er tun muss. Die Saison geht langsam dem Ende zu, Rennen 13 von 19 und er ist halt in der Situation, dass er aufholen muss auf Drusi. Er muss ja im Grunde was anderes probieren, wobei er eigentlich komfortabel einige Plätze vor Drusi lag in dem Rennen und die letzten Rennen auch gewonnen hat, die letzten drei. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen eine schwierige Situation für ihn. Muss er da was riskieren oder nicht? Ja, verliert aber auch aktuell kaum an Zeit. Also klar, er verliert was, aber eigentlich dafür, dass er alte Softs drauf hat und die anderen neue Mediums, relativ unwesentlich, muss ich sagen. Das war aber schon die ganze Saison über Elihaus Stärke. Ich meine, der hat vor allem am Anfang der Saison viele Probleme gehabt im Qualifying. Im Rennen war er aber immer stark. Und vor allem die Reifen hat er immer unter Kontrolle gehabt. Während Swaggy an Markus vorbeigeht. Und Markus, auch einer, der in den letzten Rennen immer mehr aufblüht. Der eigentlich ja nie über Pace mich richtig überzeugen konnte. Vettel fährt an Rothschild vorbei mit dem DRS. Markus eigentlich nie richtig viel Pace gehabt, aber in letzter Zeit bringt es auf die Strecke, ist konstant oder wird konstant so langsam und bringt den einen oder anderen Punkt mit nach Hause. Ja, ich würde eher sagen, dass Markus am Anfang irgendwie nicht ganz so sicher war gefühlt. Hatte eigentlich hier und da, hat man gesehen, dass er es kann, aber jetzt zeigt er eben sein ganzes Potenzial und da hat vielleicht auch der Teamwechsel geholfen von Mercedes zu Alpha. Einfach ein bisschen mehr Selbstvertrauen vielleicht gegen Casey Kennis im Team, vielleicht ein bisschen bessere Stimmung, wer weiß, da kann alles viel mit reinspielen. So, die Truppe da vorne ist immer noch zusammen und Drusi und Lachsnacken haben auch die Lücke wieder geschlossen, das heißt, können sich auch wieder ein bisschen DS schnabulieren. Und jetzt wird spannend, Elihaus ist an der Box und wir sehen jetzt hier die Gruppe, wie sie auf Stadtziel zufährt, die Boxengasse ist kurz, das wird ein ganz knappes Ding, ich glaube, Elihaus wird überholt, er ist jetzt am Pit-Exit, kann immer noch nicht Gas geben und fällt dahinter. Die kassieren den. Ah, nee, doch nicht vielleicht. Ja, Basti gegen Elihaus, das könnte was werden. Nein, Junge! Und Controller steht hier ganz schlecht im toll, Weg. Ja, toll, jetzt ist weg. Oh nein! Ja, es steht hier blöd im Weg. Elihaus verliert alle Positionen, ist jetzt auf 6. Und Vettel-Fan macht er denselben Fehler nochmal. Nee, er macht einen anderen Fehler, aber selbe Stelle. So wirst du nicht geklärt mit uns. Und macht schon wieder. Ascari unsicher sozusagen. Warten wir auf Talent. Sozusagen, ja. Drusi ist aber wieder drin. Heißt, alle wieder in ihrem üblichen DRS-Train. Mit dem kleinen Kampf Markus gegen Swaggy. Weiter hat beim Stopp ein bisschen was verloren gehabt. Was von einer Strafe kam oder so. Ich weiß es nicht. Hat auf jeden Fall den Anschluss ein klein wenig verloren. Muss jetzt wieder ein bisschen Boden gut machen. Da vorne haben wir noch Crazy Candice, der immer noch auf seinem Medium ist. Die wird er
schätzungsweise so Runde 18 oder so, schätze ich mal, dass er die abgeben wird. Außer er pokert noch ein bisschen und sagt sich, ah, ich poker noch auf ein Safety kaufen spätestens und nehme dann erst die Softs. Würde mich nicht wundern. So, der wird jetzt gegenüber Markus wahrscheinlich Platz machen. Oh, ganz enge Kiste. Swaggy hat da nicht ganz gerafft, was die Alfa Romeos da vorne machen wollten. Unnötiges Risiko. Ja, aber da war auch eine komische Situation. So, und jetzt geht Markus eben vorbei. Vielleicht eine schlauere Idee, sich da noch das DRS zu holen. Und Crazy Kenneth, der wird jetzt die Straßenblockade spielen gegenüber Swaggy. Um Markus da vorne eben ein bisschen Luft zu verschaffen. Der wird fluchen. Aber natürlich teamintern absolut sinnvolle Maßnahme. Ja, und Markus jetzt schon echt weggezogen. Gut, und wir sehen nochmal Replays. Das gibt's doch nicht. Das ist der dritte Ausflug von Vettel-Fan in der Kurve. Also der schafft es heute gar nicht mehr. Und wir sehen einmal mehr, dass Reggie eben ganz viel verliert. Ja, Sparky, Juchi geben sich's weiter da vorne mit der DRS-Schlacht. Nochmal in der Box. Lachsnacken sehen ja auch nochmal in der Box. Jetzt ist Reggie eben dann vor Ascari vorbeigezogen, aber hat eben einiges verloren gegenüber Markus. Jetzt wieder ransaugen da vorne. Oh, und Juri gegen Sparky. Juri natürlich mit dem DRS jetzt einen Riesenvorteil. Geht vorbei vor Kurve 1. Sparky reiht sich jetzt dahinter ein. Ich schätze, oh, Juri verbremst sich. Kann da Sparky nochmal kontern oder reiht er sich dahinter ein? Er will keine Zeit verlieren. Geht außenrum vorbei an Juri wieder. Ja, was die jetzt machen, das ist so ein bisschen interessant. Natürlich will jeder die Position 1, aber hier, wo es dieses DRS gibt, mit diesem Riesenvorteil, da möchte man eigentlich nicht so viel Zeit verlieren. Also das Battlen, das kostet ja unglaublich viel Zeit. Elihaus lacht sich ins Fäustchen. Wobei der auch nicht so richtig vorbeikommt. Die haben vor ihm natürlich auch alle DRS. Das ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit hier. Während Leon 10 gegen Windwecker außenrum, außen antäuschen, außen vorbeigehen, so macht man das. Sind die auch auf den Harz? Auch eine interessante Entscheidung. Verstehe ich nicht ganz. Vielleicht ja, hat der einfach ein bisschen hohen Reifenverschleiß. Aber eigentlich ist der Medium hier fast schon ein Steinreifen. Der hält das ganze Rennen mehr oder weniger. Das sollte eigentlich über 20 Runden lang kein Problem sein. Und der ist ja deutlich später noch als Runde 7 an die Box gegangen. So, jetzt sehen wir hier weiter, der sich jetzt an Crazy Kenneth die Zähne ausbeißt. Das ist auch ein Battle für die Legenden. Und Crazy Kenneth macht da die Tür gehörig zu. Kann Philippe froh sein, dass er da noch irgendwie aus der Situation rauskam. Ja, aber der wird das jetzt einfach auf Stadtziel machen. Genauso wie es Juchi jetzt eben nochmal versucht. Wieder innen rein. Jetzt darf er sich nicht verbremsen. Und dann sollte das seine Position sein. Und Juchi jedes Mal dann die Reifen blockieren. Der Reifenverschleiß. Er hat dann irgendwelche Quersteher. Das ist nicht gut für den Reifen. Philippe geht vorbei an Crazy Kenneth. Crazy Kenneth gibt sich geschlagen diesmal. Was man zu Crazy Kenneth noch sagen muss, ist, klar, der hat noch nicht gestoppt und ist auf 10 dadurch. Aber Juri macht einen Fehler, aber bleibt natürlich vorne jetzt. Hat aber die Zeit sollte kein Problem sein. Ja, das ist alles okay. Kann er natürlich nicht die ganze Zeit machen. Dann wird es irgendwann, werden die Stewards sich das auf jeden Fall mal anschauen. Aber aktuell für einmal sollte das kein Problem sein. Jetzt Vielleicht das Überholmanöver. Nee, er lässt es bleiben. Er ist jetzt ein bisschen taktisch. Ja, einfach ein bisschen zu schnell in die Kurve reingegangen, Untersteuern gehabt und dann einfach aufgemacht, bevor er da über diesen Curb fährt. Da hat Vettel-Fan ja schon Bekanntschaft gemacht am Start des Rennens. Aber das ist, was ich meine. Juri macht ständig so kleine Fehler, die ihm und auch Sparky Zeit kosten. Das ist nicht gut. Das ist vor allem nicht gut für den Reifen. Aber ja, das ist okay, das sehe ich ein. Und jetzt sehen wir Erlihaus, der sich hier an Lachsnacken Junior vorbeischiebt in Führung. Oder weiter Richtung Führung. In Führung ist jetzt Sparky. Der genau denselben Move macht, die da dran vorbeigeht. Und jetzt haben wir zwei Positionsveränderungen. Erlihaus auf der 5 und Sparky auf der 1. Ich muss noch meinen Gedanken zu Ende bringen, sonst sind die Zuschauer wieder am Ragen. Crazy Kenneth, muss man sagen, wie gesagt, ohne Stop auf der 10, aber der ist hier praktisch ohne Training rein,
Von einer Corona-Infektion hat er sich eigentlich nur so halb erholt, ist eigentlich noch total krank und hat nur gesagt, komm hier, wenn der Platz frei ist, ich unterstütze meinen Teamkollegen und der macht einen super Job. Fährt fair, aber hart, unterstützt seinen Teamkollegen, soweit er kann. Das ist natürlich, ja, eine sehr lobenswerte Leistung bisher. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt sehen wir auch mal die Reifen und da sehen wir, Erlihaus hat eben im Gegensatz zu Matteo fünf Runden jüngere Reifen. Also das auf jeden Fall doch ein guter Vorteil, muss man sagen. Und Matteo ist rausgeflogen. Das ist bitter. Aus der Session, das ist bitter. Der wird jetzt durchgereicht werden und für wen das gut ist, ist da vorne für Juchi und für Sparky, denn jetzt verlieren die alle hier gut Zeit. Ja, Matteo nicht mal mehr im DRS. Und das ist für Trussis WM-Kampf natürlich riesig, weil statt 2 würde er aktuell 5 Punkte aufholen auf Erlihaus. Ja. Beziehungsweise wegziehen im WM-Kampf. Vorausgesetzt, Maxe kommt jetzt schnell wieder rein. Ja, Erlihaus geht jetzt auch durch. Erlihaus geht direkt vorbei. Und Basti wird sich den McLaren-Fahrer jetzt auch schnappen. Trotzdem Matteo sollte gleich wieder übernehmen, aber eben trotzdem bitter, wenn man da 2 oder vielleicht sogar 3 Plätze verliert. Die Aufgabe von Trussi ist jetzt eben hier in den Mittelteil schnell wieder ranzukommen an die da vorne, weil sonst könnte das schon mit um den Sieg entschieden sein. Also nicht natürlich, wer da siegt, aber das könnte natürlich dann die Auswahl verkleinern auf eben nur noch 2 Fahrer. Und jetzt seht ihr mal den Windschatten an, wie der zieht mit dem DRS in rein. Mach's nicht in Ascari, auch er geht vom Gas. Also die Stelle, vor allem hier die Top-Gruppe, die versucht hier eigentlich nie. Ist auch sinnvoll, ne? Also man sieht bei Vettelfällen, was da so passieren kann. Erlihaus verliert in Ascari. Man muss mal drauf aufpassen. Also der ist anscheinend nicht ganz so confident in seinem Auto. Und soll ich dir mal sagen, das ist der Grund, warum Erlihaus länger fahren konnte und gar nicht so viel Zeit verloren hat. Weil das einfach die Reifen enorm schont. Und das kann gut sein. Und jetzt ist er durch. Und jetzt muss er eben Jagd machen auf die da vorne. Die sind eben schon wieder ein bisschen weggezogen. Also, ja, das könnte wirklich eine Vorentscheidung hier gewesen sein. In Richtung Sieg. Das ist bitter. Das ist bitter für Trussi. Der wird sich ärgern. Den Gelb. Das ist wieder mal Gondola, der sich gedreht hat, verlangsamt hat. Wir wissen es nicht. Ja, und schauen wir jetzt mal bei Erlihaus. Erlihaus hat schon wieder was abgeknabbert in Richtung da vorne. Erlihaus gegen Trussi natürlich auch, weil die so da vorne, ganz, ganz vorne in der Meisterschaft kämpfen. Also da wird sich Trussi auch jetzt nicht unbedingt gefreut haben, dass er da so einfach durchgehen konnte. Oh, und das ist Vettel-Fan, der raus ist. Und das könnte natürlich neue Möglichkeiten ergeben. Safety Car, ja. Ja. Safety Car. Und wie oft kann man denn in einer Kurve denselben Fehler machen? 5-mal waren das jetzt? 4-mal? Ja, 4-mal. Das 4. Mal in Ascari sich weggeschmissen. Jetzt ist es eben das Aus. Irgendwann muss man doch mal vom Gas gehen. An der Stelle. Ja, ich verstehe auch gar nicht, dass man das... Also, da muss ja irgendwas... Da was mit dem Auto falsch war. Man oder muss so, natürlich aber verstehen, also die Autos sind schwierig, die Curbs sind schwierig. Die Frage jetzt nur, das ist halt typisch Monza. Geht wer in die Box? Ah, da hat Juri gerade mal gezuckt, aber ja, nicht. Juri hat da mal gerade gezuckt, aber es bleiben alle draußen. Klar, Erlihaus darf nicht, weil der würde noch mehr verlieren, der hat schon genug verloren durch den Overcut. Baki, ja, wenn der in die Box geht und alle fahren dann alle, es ist so ein bisschen. Das ist halt ein Risikomove, das kann vielleicht irgendwie aufgehen und da hinten gehen alle in die Box. Markus an die Box, weiter an der Box, Crazy Kenneth an der Box. Probieren können. Oder ein Matteo. Genau, das hätte ich auch gesehen. Weil die haben auch so ein bisschen Lücke nach hinten, haben nicht so viel zu verlieren an Zeit. Die hinten dran stoppen eh. Ne? Und dann hinten gehen alle an die Box. Reifen. Ab Markus gehen alle an die Box, holen sich alle neue Reifen. Könnte das Ganze da vorne nochmal interessant machen. Ja, und das ist einfach wirklich eine Kopie. Gefühlt. 2-3 Mal dieselben Fehler gemacht, dann mal ein bisschen später, mal ein bisschen früher. Also das ist ein Rennen zum Abhaken. Das sind diese Sausage Curbs, wie die heißen im Englischen. Diese Würste, die da rechts neben dem Curb sind. Wenn man da drauf fährt, dann verhakt sich das Auto so ein bisschen. Und das... Wahrscheinlich auch einfach ein bisschen weniger Grip und dann bist du halt einfach weg. Ja.
aber trotzdem wirklich nicht wirklich eine gute, keine gute Leistung, muss man mal sagen. Das ist bei Vettel aber schon oft aufgefallen, ne? In der Juniorliga, auch in der Formel 1 in der Vergangenheit, der hat schon eine Pace und der kann racen, aber zu viele Fehler, zu viele sich wiederholende Fehler. Vielleicht fehlt da so ein bisschen Yuki Tsunoda-mäßig die Disziplin, man weiß es nicht. Vielleicht kann er das abstellen. Wenn er das abstellen kann, dann ist er auf jeden Fall ein kompetitiver Fahrer. Müssen wir mal sortieren. Wer ist jetzt an die Box gegangen? Markus war an der Box. Felipe alle ab Markus. Alle ab Markus. Das wird jetzt schwierig für die McLaren. Das könnte für alle da vorne schwierig werden, aber Swaggy ist natürlich... Ja, obwohl, wer weiß, ob Swaggy jetzt in dem DS-Train eben besser klarkommt und dann ich vielleicht sogar da vorne nochmal den einen oder anderen schnappen kann. War das ein Breaktesting von Early aus? Vielleicht habe ich mich aber auch so ein bisschen verguckt. Ist doch so da dran, da kann es eigentlich kein Breaktesting gewesen sein. Crazy Canis versucht seit 30 Rennen die Strategie, ich gehe antizyklisch und fahre so lange, bis ein Safety Car kommt. 29 Rennen lang hat es nicht funktioniert und heute ist das 30. Rennen und er hat es geschafft. Das hat funktioniert. Ich aber bezweifle, dass das jetzt das erste Mal war. Ja gut, das wahrscheinlich nicht, aber er hat es schon oft versucht und den Gegner zur Weißglut gebracht und heute hat es mal funktioniert. Ich meine, heute hat er auch nichts zu verlieren gehabt, ist von hinten gekommen, super Job gemacht auf 10. Wenn er einen Punkt mit hat nach Hause nimmt, dann ist das heute auf jeden Fall wie ein Sieg für ihn. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Aber alle gut am Weaven da vorne, was ich auch, weiß ich nicht, weil die Reifen kühlen halt schnell wieder aus. Also klar, die kriegt man dann auch schön auf Temperatur, aber die kühlen eben auch schnell wieder aus. Das heißt, ob Weaven so viel bringt, wage ich zu bezweifeln. Das macht halt eher die Reifen kaputt und die ersten 7 haben sowieso alte Reifen. Ich verstehe es nicht ganz, also... Jetzt müsste man eher weaven, wenn es jetzt weitergeht. Dann könnte man nochmal gucken, dass man ein bisschen Temperatur in die Reifen kriegt. Das könnte einem klar beim Restart nochmal helfen, aber sonst. Vor allem im Monster sind die Vorderreifen. Aber anscheinend kommt das Safety Car sowieso nicht rein. Ja, bleibt nochmal eine Runde draußen, der Bernd. Ja. Laxan Senior, der Einzige, der noch nicht dran ist, so richtig. Becker, der ist jetzt eigentlich mehr oder weniger am Feld dran. 4 Ausfälle haben wir schon. Und Roller eben dann unter der Safety-Car-Phase auch aufgegeben. Vielleicht, keine Ahnung, irgendwas Technisches gewesen. Vielleicht keine Lust mehr gehabt, wer weiß es. Ruben ganz früh ausgeschieden. Weißt du da was Näheres zu? Da haben wir nämlich kein Bildmaterial zugesehen, was da genau passiert ist. Ja, ich habe natürlich Ruben angefragt von Fahrer zu Fahrer, ob es ihm gut geht. Also ihm geht's gut. Es sei wohl nur ein kleiner Einschlag gewesen, aber was genau da gewesen ist, konnte man jetzt auch nicht sagen. Da habe ich jetzt auch noch keine Bilder zu gesehen. Ich habe ja hier bei den F1 Bros angeklopft für die Kommentatorenkabine. Da weiß ich leider auch noch nichts Näheres zu. Vielleicht können wir das nochmal nachliefern. Folgt uns dazu doch auch gerne auf Instagram. Vielleicht kommt dann noch der ein oder andere Clip, falls wir dazu noch eine Onboard finden. Ja, genau. Ja, genau. Genauso wie der YouTube-Kanal hier eben auch. Wir gucken jetzt mal. Diese Runde wird es weitergehen mit dem Safety Car und dann gibt es eben noch 3 Runden geballte Action. Das DRS könnten wir in der letzten Runde nochmal sehen, wenn es denn freigegeben wird. Und ich sag dir eins: Yuki wird alles versuchen. Der wird aggressiv fahren und der wird alles versuchen. Safety Car kommt rein. Ja. Yuki ist ein aggressiver Fahrer, der will diesen Sieg unbedingt. Der will diesen Sieg für Ferrari in Monza. Und Sparky ist auch ein beinharter Racer. Der wird auch fester, richtig hart dagegenhalten. Und wenn die dann kollidieren, dann lacht sich Erlihaus ins Fäustchen, dann lacht sich Trussi ins Fäustchen, wenn die da nicht auch noch mit involviert sein sollten. Also das wird auf jeden Fall spannend. Ja, aber werfen die hier. Zwei da vorne können sich eben was leisten. Die fahren jetzt Rennen für Rennen. Die müssen nicht mehr unbedingt auf die WM schauen. Und die dahinter, ja, die schauen eben noch auf den WM-Start. Jetzt geht's weiter.
Ja, er zieht noch nicht an. Er macht hier noch ein bisschen Psychospielchen. Ja. Mindgames, jetzt zieht er an. Los. Jetzt zieht er an. Sparky vorne mit dem Tempo. Gibt es vor Yuki direkt im Windschatten. Sparky versucht ihn natürlich zu brechen. Ein bisschen erfolglos hier in Monster. Vorne wird erstmal nichts passieren, schätze ich. Hinten, oder? Yuki zuckt mal. Passiert aber aktuell noch nichts. Hinten einmal Glaren. Geht da neben Lachsnacken Juna, das ist Matteo, muss aber erstmal zurückstecken. Swaggy verteidigt gegen Markus, versucht natürlich seinem Teamkollegen nicht in die Quere zu kommen. Markus außenrum versucht da irgendwie vorbeizugehen, um noch vielleicht aus 4 Punkten 6 zu machen und schafft das aktuell. Ist vorbei an Swaggy, super Start von ihm. Ja, natürlich die Softreifen jetzt, die ihm da geholfen haben. Und jetzt bin ich gespannt, was Markus noch weiter vielleicht nach vorne machen kann. Auch wenn er vielleicht nicht ganz die Pace von denen da vorne hatte, aber jetzt mit den neuen Reifen man sieht's, könnte das vielleicht was werden. Ja, genau, haben wir eben gesehen. Diese da Traktion. Zieht er direkt weg. Ja. Das ist krass bei der Rausbeschleunigung, weil Swaggy da natürlich mit den alten Mediums wenige Chancen hat gegen Markus. Der muss jetzt eher nach hinten schauen, der Swaggy, weil Felipe, der ist in seinem Heck dran, der setzt sich daneben außen, wird das vor Ascari noch machen, wer steckt zurück, traut sich einer, trauen die sich da durchzugehen zu zweit. Felipe steckt erstmal zurück, Swaggy bleibt weiterhin vorne auf der 8. Ja, ganz vorne. Erlios konnte irgendwie nicht ganz mitgehen gerade. Hat jetzt eine Sekunde ungefähr verloren auf Juchi vorne und der ist ganz nah dran. Die Frage ist, reicht der Windschatten alleine, um auf Stadtziel vorbeizugehen? Das ist auf jeden Fall interessant jetzt zu sehen. Trosi muss auch aufpassen, dass er sich nicht von Lachsnacken noch irgendwelche Punkte wegschnappen lässt. Ja, Swaggy jetzt doch mit einem ganz guten Run gewesen. Der wird nicht überholt werden und vorne tut sich auch eigentlich nichts. Oh, Markus auf der Bremse. Außenrum gegen Matteo, gegen eine routinierte Klasse eines Matteo, da mal zu überholen. Hut ab, Matteo setzt sich natürlich nicht damit, gibt sich nicht zufrieden, hält da dagegen. Innenbahn, die ist natürlich ein bisschen schneller. Markus wird jetzt hier versuchen, in rein zu gehen, in Kurve 4. Side by side, nicht den Körb zu hart klippen. Hartes Racing, faires Racing. Matteo bleibt erstmal vorne. Swaggy kann profitieren. Mann, bittere Pille, weil Markus da Matteo so ein bisschen ausweichen musste. Und Matteo will da unbedingt wieder vorbei. Der ist hier heute richtig aggressiv unterwegs gegen Swaggy. Oh, das geht sogar gut. Wahnsinns-Racing durch die Lesmo. Side by side. Jetzt mit dem DRS. Das dürften beide haben. Swaggy scheint ein bisschen weniger Flügel zu haben. Zieht da nämlich weg vor Ascari. Oh, Markus hält sich weiter da außen. Ascari zu zweit. Und immer noch zu zweit. Und Markus bleibt erstmal vorne. Wahnsinns-Racing. Ja, gut gemacht. Ja, Markus ist jetzt natürlich echt ein bisschen bitter gewesen, dass er sich da mit den McLaren rumschlagen musste. Der wird nach vorne nix gehen. Oh, Felipe. Ah, geht aber so halbwegs gut. Die beiden verlieren ein bisschen. Und jetzt eben auf der letzten Runde ist es DRS eben nochmal aktiv. Lachsnacken Junior holt sich Trussi, der wird damit überhaupt nicht zufrieden sein. Und Felipe kann sich jetzt sogar gegen Markus eventuell noch durchsetzen in Kurve 1. Da vorne, hier geht's um, ja, die goldene Ananas, um Position 11. Oh, Crazy Ken ist super spät. Leon 10 wird weit geschickt, der wird nichts mehr holen. Da geht sogar Senior noch vorbei. So, jetzt sind wir bei weiter. Charles Gregg übrigens aktuell mit einem Punkt, den er holen würde. Swaggy gegen Markus. Oh, es gibt da sogar nochmal einen kleinen Anstupser. Und jetzt hat Markus das Momentum verloren. Ist so ein bisschen in Trance. Also ja, und jetzt würde ich gerne an die Spitze eigentlich schalten, weil jetzt, ui, da passiert noch was. Swaggy verliert da sogar noch ein bisschen was. Ja, und vorne, das wird nichts werden, glaube ich, für Juchi. Obwohl, vielleicht probiert er hier noch was. Doch, er probiert, er probiert. Sparky außen. Wer hat jetzt den besseren Ausgang? Juchi, jetzt mit dem besseren Ausgang. Das könnte was werden. Ich muss mich kurz hinstellen. Und der drückt ihn nach außen. Der drückt ihn ganz nach außen, damit der ja keine Traktion hier kriegt in Parabolica. Ja, ist jetzt. Oh, und jetzt. Nee, das wird nichts werden. Das wird nichts werden. Sparky holt sich den Sieg und Juchi wieder mal nur auf dem Podium. Oh. Der Sieg geht an Sparky und auf 3 Erlihaus. Trussi nur auf der 5, wenn ich das richtig gesehen habe. Hier gibt's noch ein Duell. Leon 10 kurz vor der Startziel holt er sich noch Rodjulen, aber da hinten gab es natürlich keine Punkte mehr. Puh. Was ein bitteres Ende für Juchi, der sich da Sparky fast noch geschnappt hätte. Crazy Kenneth ist Fahrer des Tages. Hä? Wir sehen nochmal Replays. Oh, da lag's bei Leon, bei Pew. Danke, dass ihr es meine Oma. 3000. Alter,
Ich hab erst gedacht, Juri haut dich unter 3000stel, das kann aber nicht ganz stimmen, muss ich mal sagen, oder? Ja, das wird nochmal gegengerechnet. Also, aber da wir muss sehen man sagen, die da auf dem Podium. Da muss man sagen, also zum einen natürlich super mutig da reinzugehen von Juri. Da hat Sparky aber natürlich auch einfach mitgespielt und auch super verteidigt von Sparky. Da den Switchback irgendwie zu verhindern, Wahnsinnsleistung von beiden. Also verdientes Podium und der erste Sieg für Sparky in seiner noch jungen Brosley-Karriere. Hat auf jeden Fall gezeigt, dass er Potenzial hat. Erlihaus natürlich wichtig, dass er da 15 Punkte mitnimmt. Sparky holt nicht nur sein drittes Podium in Folge, sondern holt auch seinen allerersten Sieg in der F1 Bros League. Das Rennen wurde euch präsentiert von Krombacher. Nächster Halt, Imola. Wir sehen uns. Ja, wir schauen nochmal auf die Ergebnisse. Also Sparky mit seinem ersten Sieg vor Juri, der den Sieg für Ferrari eben nicht ganz machen konnte. Und da sehen wir es, 69.000 sind es eben im Endeffekt. Erlihaus auf der 3, Lachsnacken Junior nimmt Trussi Punkte weg in der WM. Matteo auf der 6, doppelte Punkte für Alpine mit Walter auf der 7 und Leclerc auf der 8. Markus holt 4 Punkte für Alfa Romeo. Ja, ein bisschen Momentum verloren, Noah hat es eben angesprochen. Hätte auch durchaus vielleicht P6 sein können. Swaggy mit einem Punkt noch. Auf der 10, Fastest Lap geht dann weiter. Auf der 11, so ein bisschen bitter, weil er ist echt ein super Rennen gefahren. Crazy Cannons im Alfa Romeo, aber hat gezeigt, dass er was kann. Also nur so weitermachen, Kim, dann wird das noch was mit ordentlichen Punkten die Saison. Windwecker auf der 12, vor Pio auf der 13, Leon 10 auf der 14, dann Rotschel auf der 15 und Lachsnacken Senior, der Letzte, der ins Ziel gekommen ist. Auf der 16. Dann die ausgeschiedenen Gondrola, Vettelfan, meine Wenigkeit auf der 19 und Ruknecht auf der 20. Tja, wir schauen uns den WM-Stand an und da holt Erlihaus eben weiter auf. 21 Punkte sind es noch, Trussi mit genau 200 Punkten. Dann Lachsnacken Junior auf der 3. Der auch 2 Punkte gut macht. Dann Sandro, der natürlich nicht mehr mitfährt. Matteo auf der 5, weiter auf der 6. Der 7, Juchi. Sparky schiebt sich weiter nach vorne. Jetzt auf der 8 vorne Swaggy. Auf der 9 und Peter, ja, rutscht ab auf die 10. Ja, auf der 11 weiterhin Luca Lucas. Tja, schade, dass der nicht mehr dabei ist, weil der hat echt einen guten Job gemacht in den ersten Rennen. Der hält sich noch da mit den 40 Punkten. Dann meine Wenigkeit auf der 12 in Canoa, dann auf der 13 Windfecker und dann Markus, der natürlich sich etwas nach vorne schiebt mit 17 Punkten auf die 14 vor Vettelfan. Dann Crazy Candice, der ein bisschen zurückfällt. Charlie Clerc auf der 17 vor Rotschul auf der 18 und Kaufmann auf der 19. Leonardo Lucky komplettiert die Top 20 mit 5 Punkten. Ja, wir schauen uns natürlich noch die Teamwertung an und da sieht es weiterhin pro Aston Martin aus, aber auch hier hat eben Erlihaus wieder ein bisschen was abgeknabbert. 5 Punkte sind es nur noch. Auf der 3 Ferrari auch noch nah dran und dann ein bisschen weiter abgeschlagen Alfa Tauri und McLaren Mercedes. Ja, dann Alpine, die doppelt gepunktet haben diesmal, aber Leclerc halt ein bisschen zu wenig und auch weiter nicht unbedingt in Topform aktuell. Mercedes auf der 7, Alfa Romeo auf der 8, Williams auf der 9 und Haas mit der roten Laterne auf der 10. Die Ersatzfahrer 113 Punkte schon geholt. Auch interessant, also die Ersatzfahrer dieses Jahr doch gar nicht so schlecht. Ja, Next Stop Imola und da bin ich gespannt auf das Rennen. Freue mich schon darauf. Ja, und wir sehen uns sonst wieder in Italien, diesmal in Imola mit einem bestimmt spannenden Rennen und dann geht's weiter in der WM. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.